Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's den letzten Part meiner Sub 2024 Reihe. Damit hätten wir dann alle Bücher abgefrühstückt, die sich aktuell im neuen Lesejahr 2024, das ja mittlerweile schon im dritten Monat angekommen ist, auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher tummeln. Wir hatten im ersten Video alles, was im Bereich New Adult, Liebesroman, Romcom liegt. Im zweiten Teil hatten wir alles, was im Bereich Romantasy und Fantasy liegt, im Softcover, Paperback oder Taschenbuchformat. Und im dritten Teil hatten wir alles, was auch Romantasy und Fantasy-Genre abdeckt, aber im Hardcover-Format. Last but not least kommen wir zu Teil 4 und ja, das kann ich nicht richtig einsortieren. Ich habe es einfach sonstige Bücher jetzt mal genannt. Halt einfach alle Bücher, die in einem Genre geschrieben sind, das nicht zu Liebesroman, New Adult, Romcom, Fantasy, Romantasy gehört. Weil, ja, das sind einfach Genre, die tauchen bei mir nicht oft auf und die, ja, sind halt einfach so ein paar Ausreißer, auf die ich einfach Lust hatte. Es sind insgesamt auch nur 3 Bücher, weil, ja, es ist wie gesagt ein Genre, das mir nicht so liegt, oder sind Genre, die mir halt nicht regelmäßig liegen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das erste Buch und dann versteht ihr, was ich meine. Das erste Buch wäre nämlich Weil du mein bist von Jean Olin, ich weiß nicht genau. Das Buch habe ich irgendwann mal bei Rebuy gekauft, also so sieht es auch aus. Aber irgendwie hatte ich den Klappentext gelesen und dachte, das klingt super, super spannend. Nimm's mal mit. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, was ich bezahlt habe. Also neu kostet es 9,99 Euro. Es ist auch schon was älter und auch ein bisschen vergilbt. Es wäre halt sowas, was ich auch mit an den Strand nehmen würde, weil es mir egal wäre, ob ich das jetzt irgendwie noch mehr zerstöre. Deutsche Erstausgabe März 2016. Also ja, ist schon ein Weilchen her. Aber wie gesagt, der Klappentext hat mich angesprochen und dachte, ja, so für Garten oder Strand oder was weiß ich, wäre das mal eine spannende Abwechslung und vor allem, ja, wenn man da jetzt noch mehr kaputt macht, hinten sind auch so Kratzer vom Mängelexemplar, dann wäre das auch wurscht. Wenn Liebe zu Besessenheit wird. Laila und ihr Freund Carter sind nach außen das perfekte Traumpaar. Doch Lailas Eifersucht und ihre Stimmungsschwankungen machen Carter zunehmend zu schaffen. Dann taucht plötzlich Jules auf. Hi. Wunderschön, lustig, clever, talentiert. Und Carter verfällt ihr hemmungslos. Doch eine Nacht voller Leidenschaft verändert alles und hat Konsequenzen, mit denen niemand rechnen konnte. Klingt für mich auf jeden Fall super spannend. Das nächste Buch ist zwar erst 2023 erschienen, also so lang liegt es auch noch nicht auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Aber ich habe es kurz nach Release gekauft, das weiß ich. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wann in 2023 es rauskam. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so Anfang bis Mitte des Jahres. Also eher so im ersten Quartal, würde ich fast schon behaupten. Ich wollte das Buch damals zusammen mit Nicole lesen, als Buddy Read. Und der ist auch irgendwie immer noch geplant. Aber ja, aber kam bei ihr was dazwischen, kam bei mir was dazwischen, dann ist sie noch umgezogen. Und ach ja, es waren 1000 Sachen, die damit eingespielt haben. Auf jeden Fall hat dieser Buddy Read nie stattgefunden. Aber wir haben es noch ganz, ganz dringend vor. Und zwar ist das der Buddy Read zu der Biografie von Prince Harry. Ich weiß nicht, ob es so eine komplette Biografie ist. Er spricht auf jeden Fall über sein Leben. Es gibt auch keinen wirklichen Klappentext. Also ich kann euch jetzt, könnt ihr euch jetzt da hier das ganze Inlay vorlesen, aber das wäre wahrscheinlich etwas arg langweilig. Ich kann euch das hier mal vorlesen. Erstmal erzählt Prince Harry seine eigene Geschichte und berichtet mit unverstellter, unerschrockener Offenheit von seinem Weg. Reserve ist ein einzigartiges Buch voller Einblicke, Eingeständnisse, Selbstreflexion und der hart erkämpften Überzeugung, dass die Liebe die Trauer für immer besiegen kann.
Prinz Harry, Herzog von Sussex, ist Ehemann, Vater, Veteran der britischen Streitkräfte und engagiert sich in der humanitären Hilfe für psychische Gesundheit und Umweltschutz. Er lebt mit seiner Familie und drei Hunden im kalifornischen Santa Barbara. Ich finde die Geschichte rund um die royale Familie sowieso super spannend. Wir müssen uns da nichts vormachen. Das royale Königshaus ist teilweise etwas eingestaubt und er ist auch so der Erste, der so ein bisschen ausbricht. Mitunter durch seine Frau. Muss man jetzt nicht gut heißen, muss man jetzt aber auch nicht verteufeln. Ich bin mir auch noch unschlüssig, was für eine Meinung ich dazu haben soll. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, von ihm zu lesen, weil er einfach so ein kleiner Rebell war in seiner Jugend. Und ich finde, er hat sich halt super positiv entwickelt. Und bin auch echt gespannt, was für Geschichten er da in seiner Biografie, nennen wir es jetzt einfach mal, raushaut. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Buch in dieser Kategorie. Also sind wirklich nicht viele gewesen. Das habe ich mir bei meiner Reise nach London im Mai 2023 mit meiner Schwester zusammen gekauft. Ich musste dort natürlich in die Buchhandlung, wie kann es auch anders sein, und hatte das Buch aber gar nicht auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich irgendwie was anderes kaufen, habe dann aber gesehen, dass es vom Autor signiert ist. Es ist eine Waterstone-Ausgabe, signed by the author. Und ich spreche von Waypoints von Sam Yugen. Die meisten kennen ihn ja aus der Serie Outlander als Jamie Fraser. Ich könnte mir auch heute noch in den Hintern beißen, dass ich damals kein Foto mit ihm gemacht habe, als er in Bonn auf der Convention war. Ich hatte damals Outlander noch nicht geguckt und nicht gelesen, dachte so, ach ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, gibst du da jetzt kein Geld aus für ein Foto? Ja, heutzutage denke ich mir, wie dumm warst du eigentlich? Du hattest ihn vor der Nase, hättest dich mit ihm ablichten lassen können und hast es nicht getan. Ich meine, das kostet alles Geld, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Die wollen ja auch bezahlt werden, wenn sie auf Conventions gehen. Aber die Möglichkeit war da und ich habe sie nicht genutzt. Das hier ist halt, wie gesagt, die englische Ausgabe. Richtig schön illustriert auch. Sind zwischendurch immer so Seiten mit Bildern und auch so Illustrationen. Ich freue mich da schon richtig drauf, das Buch zu lesen. Into the Wild, Day One. Also hat da so eine kleine Reise durch Schottland gemacht und hat das ein bisschen dokumentiert. Das Buch wird auch auf Deutsch erscheinen und zwar am... mal gucken. Vielleicht ist es auch schon erschienen. Ich habe hier nämlich mein Amazon offen. Genau, es erscheint am 2. April. Ich wusste doch, dass es irgendwie zeitnah jetzt auf den Markt kommt. Und ich blende euch gerne mal noch das deutsche Cover dazu ein. Ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, warum da ein anderes Cover gewählt wurde. Weil beim englischen Cover ist es so, da hat er ein Glas Whisky in der Hand. Und wer seine Geschichte so ein bisschen verfolgt, weiß, dass er auch seinen eigenen Whisky auf den Markt gebracht hat. Und das passt auch irgendwie besser zu ihm und besser zu Schottland. Und ich weiß nicht, warum jetzt auf dem deutschen Cover das nicht gemacht wurde. Aber ja, ich werde ja bei sowas nicht gefragt. Ich würde euch jetzt noch den Klappentext oder die Beschreibung des deutschen Buches vorlesen. Eine Liebeserklärung an die raue Schönheit Schottlands von Outlander-Star Sam Yugen. Sam Yugen ist bekannt durch seine Rolle als schottischer Krieger Jamie Fraser in der Serie Outlander. Nimmt uns mit auf eine ganz persönliche Reise durch die schottischen Highlands. Seine fesselnde Lebensgeschichte ist eine Autobiografie der anderen Art. Fernab von Film und dem Trubel Hollywoods begibt sich Sam Yugen auf eine Reise durch seine Vergangenheit. Allein läuft er den West End Highland Way, den berühmten Fernwanderweg Schottlands, und denkt dabei über die Wegpunkte in seinem Leben nach. Seine Träume, seinen Ehrgeiz, die Erfahrungen, die er mit Familie und Freunden gemacht hat. Die Reise wird zu einer intensiven Selbstfindungsreise, die ihm viel über seine Herkunft und seine Heimat offenbart. Aufgewachsen mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem Bruder hat ihn die tiefe Verbundenheit zu Schottland schon immer sehr geprägt. Doch sein Leben als Hollywoodstar ohne Anonymität kann manchmal einen starken Gegensatz dazu bilden. Ein Must-Read für alle Outlander-Fans und alle, die es noch werden wollen. Kann es euch wirklich nur empfehlen, sowohl das Buch, wahrscheinlich, weil ich sowas super interessant finde, als auch die Serie, die ist wirklich richtig, richtig gut. Und wenn ihr vielleicht auch keine Lust habt, die Serie zu gucken, es gibt Bücher dazu. Das sind allerdings sehr, sehr dicke Schinken, also da hat jedes Buch über 1000 Seiten.
aber sehr, sehr lohnenswert. Also die Outlander-Reihe von Diana Gabaldon kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr Lieben, das war schon wieder der letzte Teil meines Sub 2024 Videos. Das ging jetzt irgendwie super schnell. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Pack euch die Bücher unten in die Infobox und hoffe, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, habt's fein und tschüss.